Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Paragons Ozean. Ja, da bin ich wieder. Diesmal bin nicht ich schuld, sondern mein gesamtes Internet ging nicht richtig. Danke dafür, Unity Media. Also ich rate euch ganz ehrlich, wenn ihr im Raum NRW wohnt, scheißt auf Unity Media. Hohe Uploadrate hin oder her. Holt es euch nicht. Das bringt einem gar nichts. Es sind ständig Ausfälle. Jetzt haben sie eine Woche, sogar ein bisschen länger, benötigt, um endlich zu akzeptieren. Ach, deswegen brauche ich die Palme, okay. Um zu akzeptieren, dass ein Problem mit ihrer Leitung besteht. Ich bin ja nicht der Einzige gewesen. Gegenden von Köln, Düsseldorf, München, Frankfurt und... Nö, bei uns ist kein Problem. Nach einer Woche haben sie dann mal geschrieben, oh, wir haben ein Problem. Nein, ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Nur weil ich jede Seite fünfmal laden musste. Also geht nicht zu Unity Media. Ich kann es euch gar nicht, absolut nicht empfehlen. Das geht nicht. Nee. Eine 100K-Leitung ist toll. Sag ich euch. Das ist wirklich, die möchte ich auch nicht vermissen. Aber ihr habt mit Unity Media nur Einschränkungen. Fehlende Verbindung, gerade wenn ihr Gamer seid, und das seid ihr ja. Habt ihr bei Unity Media auch oft schlechte Karten? Da ihr bei Unity Media keine IPv4 mehr verwendet, um denen zu erklären, was IPv4 ist. Ja, das ist halt eure IP, die ihr halt so kennt, die aus 4 Blöcken besteht. Diese wird weltweit halt langsam ein bisschen knapp. Und da dachte sich Unity Media, ja, dann machen wir doch ein schickes Tunnelsystem. Ja, dieses Tunnelsystem geht so. Ihr sendet mit eurer neuen IP, IPv6 heißt die. Die sieht sehr kompliziert aus und darauf stellt sich wohl das Internet jetzt auch langsam ein. Aber Unity Media meinte halt, ja, machen wir noch IPv4, aber wir lassen die Leute sich halt eine IP teilen. Das heißt, von außen kann euch niemand über diese IP anschreiben. Was für Server, wenn ihr gerade ein Spiel hostet, natürlich sehr schlecht ist. Also, Gamer, Finger weg von Unity Media. Dazu zählt auch Kabel BW und sowas. Die sind, glaube ich, ein und dasselbe. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also, Unity Media auf jeden Fall, Finger weg. Ich habe nur schlechte Erfahrungen, seitdem ich das habe. Ständig Ausfälle. Entschuldigt kurz. Ja, Husten bringt ein Unity Media auch. Das ist echt schrecklich. Nee, aber ernsthaft. Das möchte keiner. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir hier hinten, um mal ein bisschen Minecraft voranzukommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ich wollte es auch nicht im Vorhinein aufnehmen, weil das bringt mir im Grunde auch nichts. Geh weg. Geh doch. Oh. Keine Abbauanimation. Bräuchte ich jetzt ab oder nicht? Ja. Wir bauen uns dann mal einen schönen Generator. Ich hoffe, wir können ihn bauen. Du kommst jetzt mal weg, du Mistding. Geh zu Unity Media, wo du hingehörst. Dann benutzen wir den hier von Extra Utilities. Der erzeugt uns auch Redstone-Energie. Wir sehen das dann gleich. Na, da fehlt uns was. Ein Piston natürlich. Und dann haben wir kein Redstone mehr. Das heißt, wir brauchen Dust. Was ist eigentlich, wenn wir unsere Messerator jetzt mal einstellen? Machen wir.
wir es mal so. Mir wird auch geraten, die Pipes vielleicht zu ersetzen, aber sie fassen auf jeden Fall noch genug. Sollte zumindest. Na okay, jetzt sind sie voll. Vorhin waren sie nicht voll. Ich werde das sehen, sobald das hier oben, weil die ein bisschen voll laufen. Weiß ich, kommen die Pipes nicht mehr hinterher. Na, gerade geht's noch. Na, die Lava geht aber. Ja, bleibt noch. Lassen wir es halt erstmal so. Auf jeden Fall entschuldigt, dass ich so lange nicht da war. Aber ich musste echt teilweise 4-5 Mal die Seite laden und dann ging sie und dann ging sie wieder nicht und schrecklich. Ich wollte auf YouTube einen Kommentar schreiben einfach, dass momentan mein Internet spinnt und ich deswegen nichts hochladen kann. Nicht mal das ging. Da kam immer eine Fehlermeldung, konnte nicht abgeschickt werden. Versuchen Sie es nochmal. Ach ja. Wir holen uns jetzt einfach mal ein bisschen Dust. Ich muss mich erstmal abreagieren hier. Zerstören wir ein paar Unity Medias. Cobblestone meine ich. Du darfst aufhören. Wie voll bist du? Na, da hinten. Noch geht doch. Ja, ja. Innovative Technologie. Natürlich. Innovativ für den Arsch. Entschuldigt, dass ich das so sage, aber... Ich bereue es, zu Unity Media gegangen zu sein. Ganz ehrlich. Ich habe die ganzen Fehler natürlich erst bemerkt, nachdem die Schonfrist abgelaufen war. Ich meine, nach den paar Wochen waren natürlich erst die ersten Probleme, nachdem die Kündigungsfrist vorbei war. Ich hoffe einfach, dass sie das schaffen. Ich werde auch den Business-Tarif vielleicht nehmen, der kostet zwar doppelt so viel, aber dann habe ich offenbar eine eigene IPv4. Vielleicht gibt es dann auch weniger Probleme. Weil es ist auch nicht selten, dass man einfach mal einen Tag über absolut gar kein Internet hat. Lustig fand ich auch, ich habe ja auf den Facebook-Profilen und Twitter und sowas immer die Kommentare gelesen. Und im Forum von denen, im Support-Forum. Und da meinen die, obwohl sie richtig zugespammt werden mit den Fehlermeldungen, dass angeblich ihnen nicht bekannt ist, dass ein Problem existiert. Ich meine, lesen die überhaupt, was man da schreibt? Sind die fähig zu lesen? Wissen die, was überhaupt eine IPv4 ist? Wissen die, dass Tunneln scheiße ist? Also, nee. Wenn ihr bei Unity Media arbeitet, mein Beileid. Irgendwo muss man ja Geld herbekommen. Muss man auch manchmal halt einen Deal mit dem Teufel machen. Aber immer noch besser Unity Media als Apple. Das war jetzt eine Anspielung für einen gewissen Herrn, der das schon verstehen wird. Weil er hat jetzt bei Apple ernsthaft angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr Apple-Produkte habt. Wenn ja, dann deabonniert mich bitte sofort. Weil dann... Nee. Ich verstehe nicht, wie man sich Apple-Produkte überhaupt holen kann. Das ganze Mac-Gedönse und was weiß ich nicht. Ja. Ständig ein neues iPhone, die sich verbiegen lassen teilweise und... Nee. Das verstehe ich einfach nicht. Oh, jetzt rieche ich mich den ganzen Tag über Unity Media auf, aber immerhin habe ich da einen Titel. Ist doch auch toll. Ja, es ist halt nervig, gerade wenn man YouTube-Videos macht. Man ist darauf angewiesen, dass jeden Tag das Internet funktioniert. Selbst wenn man einen Server oder sowas aufmacht bei sich.
Ich meine, bis auf den Fakt, dass es absolut teilweise echt nicht geht mit Unity Media, ohne irgendwie Hamachi oder sowas zu verwenden. Und das kommt bei mir nicht auf den Rechner drauf. Man ist einfach gearscht. Schrecklich stelle ich mir das vor, wenn irgendeine Firma oder sowas Unity Media hat. Ich meine, die sind ja wirklich drauf angewiesen, richtig. Machen ja damit ihr Geld. Und dann, ach nö, heute kriegt er kein Internet. Problem? Oh, nö, haben wir nicht. Wir haben nur keinen Bock. Nee. Also das nervt einfach. Machen wir erstmal die 64 hier. Weiß ich nicht, zu hochstapeln. Ich bin ja kein Hochstapler wie Unity Media. Ich kann nicht aufhören, ich weiß, entschuldigt. Nur das muss halt, die Leute müssen gewarnt werden, so sehe ich das. Ich habe ja auch einige jüngere Zuschauer, das weiß ich ja. Wenn eure Eltern zu Unity Media wechseln wollen und ihr nutzt ja, denke ich mal, öfters, dass ihr irgendwie mit Freunden Serverspiele macht und sowas, wo ihr eventuell selbst mal hosten müsst, lasst es sein. Warnt sie, sagt, es funktioniert nicht immer. Und zudem gehört ja nicht nur das Internet. Da es eine Leitung ist, funktioniert, wenn das Internet nicht funktioniert. Habe ich das jetzt da reingemacht? Nein. Das Telefon natürlich auch nicht. Also ihr seid komplett aufgeschmissen. Nicht erreichbar für nichts und niemanden. Also, ah. Tut mir leid, ich jammer und jammer und mecker, aber geht lieber zu 1 und 1 und sowas. Auch wenn es ein paar Euro teurer ist, aber ihr habt nicht diese Probleme. Dann reicht auch eine 50k-Leitung, die ist auch immer noch schnell genug. Irgendwann habt ihr dann da auch eine 100k, das reicht schon. Und Unity Media hat ja jetzt auch auf 200k umgestellt. Ich weiß nicht, welcher Normalsterbliche eine 200k-Leitung braucht. Ich meine, selbst 100k ist übertrieben und da kommt meine Festplatte schon teilweise nicht hinterher. Aber, na gut. Ich meine, jetzt wenn ich zum Beispiel bei Steam was ziehe und irgendwie fehlen mir zwei. Und noch zwei Sand, na gut. Ja, und eine 200k-Leitung, wer braucht denn sowas? Das wären dann 20 MB die Sekunde etwa. Also, nee. Nicht da. Gucken, ob wir jetzt Redstone bekommen, dann machen wir noch unseren Generator da. Seht ihr, wie wir ganz einfach Energie bekommen können, dank Extra Utilities. Nehmen schon 13 Minuten auf. Ich mache erstmal nur die Folge. Kann ich morgen nach der Arbeit nochmal aufnehmen. Haben wir schon Redstone? Ja, da kommt eins an. Dann bauen wir den hier. Sehr schön. Bauen wir zwei? Nö. So, dann können wir da hinbauen. Und was kann der? Ja, der ist ein Generator. Wir sehen, er speichert 500.000 Redstone-Flux. Im Gegensatz zu dem 48.000, also wenn der einmal voll ist, wird das reichen. Wie war das? Oh, ja. Hier können wir Kohle reinwerfen. Machen wir da gleich mal kurz. Na, Kohle. Ha. Naja, was soll's. So. Ihr seht, er produziert recht viel. Also, es sind 5. Hier produziert er jetzt in ziemlich lange Zeit. Also, beziehungsweise er produziert wenig, aber über eine sehr lange Zeit hinweg. Und da reicht das eigentlich. Wir sehen schon hier. Wir können eventuell noch einen zweiten machen, kommt. Muss ich es sogar einblenden? So. Benötigen wir natürlich noch einen Pisten. Redstone sollten wir mittlerweile haben. Sehr schön. Ach komm, kriegen wir ein bisschen das. Funktioniert das Ganze. Kann ich doch bestimmt hier drauf packen.
gibt mir so einen halben Stack her, dankeschön. Er exportiert die Energie, sehr schön. Dann kriegen wir den immer voll. Das dauert jetzt fürs Erste eine Weile. Aber dann haben wir auf jeden Fall genug. Was haben wir hier? Trading Post brauchen wir nicht. Wir können mal gucken, was unsere Energie hier sagt. Na, seht ihr? Das ist immer noch voll. Das auch. Und sie laufen alle auf Hochtouren. Also wir kriegen genug Energie durch die. Es war halt irgendwie nur ein bisschen, weiß auch nicht. Da sehen wir, der füllt sich schon. Also wenn wir jetzt keine Energie mehr bekommen, dann liegt es wirklich an den Pipes. Dann werde ich die auch sofort in Goldpipes ändern. Danke für den Tipp nochmal. Das weiß ich gar nicht mehr, wer das gesagt hatte. Auf jeden Fall, du weißt es. Dankeschön. Oh, das haben wir. Er erfüllt sich. Ja, die werden jetzt eine ganze Weile laufen. Und wenn die voll sind, sind sie voll. Finde ich gut. Wie viel Redstone haben wir denn jetzt noch so? 4. Gut, wir müssen wieder schlafen. Wie lange nehme ich auf? 16 Minuten. Machen wir in der Zeit noch was? Wir können mal die Kakteen abernten. Schadet auch nicht. Und unser Feld da vorne. Und dann überlege ich mir für die nächste Folge schon, was wir machen. Vielleicht wisst ihr irgendetwas, was ihr gerne gesehen möchtet. Schreibt es in meine Kommentare. Einfach unter das Video. Schreibt bei mir jetzt auch erster und dann euren Vorschlag. Weil einige gibt es ja, die spezielle Mods sehen möchten. Das weiß ich auch. Einfach in die Kommentare, dann geht das schon. Mach mit dem 2 Seeds raus, wow. Gut, haben wir wieder ein paar Kakteen. Na, und das läuft. Müssen wir dann auch noch automatisieren. Wir packen das dann eh noch woanders hin, weil wir dann uns anders Energie holen. Beziehungsweise, wir könnten uns vielleicht... Wie wird das denn hergestellt? Ach du Heilige. Na gut, noch nicht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Erste auf jeden Fall fürs Zusehen. Entschuldigt, dass ich so lange weg war. Es wird gleich noch ein Computercraft-Video folgen. Beziehungsweise heute. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön Bambus, euer Paragorn. Tschüss.